Ja, hallo zusammen, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sladdys Speckschwarte. Ich habe mich gerade eingecremt, deswegen glänze ich noch ein wenig. Ja, worum soll es heute gehen? Eine Überraschung, es wird eine Pfeife und einen Tabak geben. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ja, natürlich geht es weiter in dem Ranking, ich blende euch gerade da ein. Es soll heute natürlich eine Pfeife vorgestellt werden und der letzte Tabak aus dem Ranking der THK-Serie. Ich habe da noch einige auf Lager, da wird mit Sicherheit demnächst immer noch mal was kommen. Aber hiermit will ich das dann erstmal kurzfristig abschließen. Ja, bevor wir aber zu Pfeife und Tabak kommen, habe ich noch ein Anliegen. Und zwar, manche haben ihn schon in ihren Kanälen, in ihren Videos benannt. Und zwar, ein zuverlässiger und sehr, sehr liebenswerter Lurker hat einen eigenen Kanal eröffnet und lädt da Videos hoch, und zwar der Dominik Sapper. Einige werden ihn vielleicht kennen durch seine Kommentare, nun auch ein Gesicht dazu. Ich durfte ihn schon kennenlernen in Fürstenfeldbruck, ein feiner Kerl. Dominik, ich freue mich richtig, dass du Videos hochlädst, und du hast ja gesagt, es braucht keine Reviews, davon gibt es genug. Da magst du recht haben, ich finde deine Videos geil, egal ob du irgendwas reviewst oder einfach nur durch den Odenwald marschierst. Ich finde es einfach klasse, ich finde dich als Typ schon sehr sympathisch und ich freue mich da auf jeden Fall auf weitere Videos. Schön, dass du mit dabei bist. Dann habe ich noch einen Zuschauer, einen Lurker, den ich hier noch namentlich benennen möchte. Ich hoffe, es ist okay, und zwar ist es der liebe Pascal unter dem Alias Kalle292. Der Kalle hat vor kurzem erst mal einen Kanal entdeckt und hat sich wahrhaftig die Mühe gemacht, alle Videos zu schauen und alle zu kommentieren. In diesem Falle, das ehrt mich natürlich sehr, lieber Pascal, herzlichen Dank nochmal auf diesem Wege. Also das ist wirklich Wahnsinn, dass du dir das angetan hast. Wirklich klasse. Also herzlichen Dank schon mal. Ja, dann wollen wir natürlich zu Pfeife und Tabak kommen. Dafür würde ich euch wieder umschwenken auf meinen wunderbaren Holztisch. Und dann schauen wir uns einfach mal die Pfeife und den Tabak an. So, dann seht ihr hier mal die heutige Pfeife, um die es geht, und den heutigen Tabak, das ist der Summercut, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von THK. Bevor wir aber zu dem kommen, schauen wir uns mal die Pfeife an, deswegen den Tabak wieder zur Seite und einmal die Pfeife. Ihr seht, es handelt sich heute um eine Danske Club Shape Nummer 88, ein wunderbares Teil. Ich habe diese Pfeife von einem sehr lieben Freund geschenkt bekommen, weil ich mich wieder nicht entscheiden konnte, ob ich sie nehme oder nicht, hat er sie dann einfach bestellt. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob ich ihn erwähnen darf, ansonsten kann er das in den Kommentaren gerne nachholen. Vielen herzlichen Dank. Eine wunderbare Pfeife, die ich sehr, sehr gerne rauche. 9 mm gefiltert, Acrylmundstück und wie gesagt von Stanwell bzw. Danske Club. Eigentlich nichts anderes zu erwarten als ein wunderbares Rauchvergnügen. Ihr seht, klassische Form, auf dieser Seite dieses Grain, deswegen habe ich sie auch auf dieser Seite als erstes, schaut euch das mal an. Wunderbar vom Holm bis zum Ende, ein wunderbares Holz. Auf der anderen Seite natürlich etwas abgespeckter mit einem kleinen Spot, aber das soll dem Ganzen nichts tun, denn diese Pfeife raucht sich einfach herrlich. Ihr seht hier, wenn es denn einfängt, die Shape Nummer 88. Ein wunderbares Pfeifchen, wie gesagt, mittelgroßes Füllvolumen und sehr, sehr leicht, liegt sehr schön im Mund, klassische Form, so wie ich es liebe, einfach ein wunderbares Pfeifchen, sehr, sehr schön. So, dann kommen wir mal zu dem Tabak. Also, der Tabak, es handelt sich um den Summercut von THK, wie bereits schon mehrmals angesprochen. Wir öffnen ihn mal. Ich habe ihn hier immer in meinen Dosen, in etwas Butterbrotpapier. So, und dann sieht man hier schon den Tabak. Ich werde euch den mal rausholen und wie immer hier so ein bisschen präsentieren. So, stellen wir mal die Dose zur Seite. Ihr seht hier, das ist ein klassischer Loose Cut, würde ich jetzt sagen, sehr fein geschnitten.
Ja, hellbraunes Tabaksbild, wunderschön anzusehen. Der Tabak besteht aus Virginia, Black Cavendish, Latakia und ein Hauch Orient und wird zudem noch beschrieben mit einer aromatisch-dänischen Tabaksüße, soll er angereichert sein, die an ein Aroma nach Vanille und Früchte erinnert. Ja, dieser Tabak ist somit, ich will mal sagen, nicht wirklich souciert, sondern eher gecased. Und zum Geruch und zum Geschmack kommen wir gleich. Hier haben wir auch noch einen kleinen Baumstumpf. Also wunderbares Tabaksbild. Wie gesagt, lässt sich wunderbar in die Pfeife einbringen. Und das tun wir jetzt auch gleich mal. Dann sind wir nämlich schon vorbereitet. Dann seht ihr auch gleich, der Tabak lässt sich wirklich wunderbar stopfen. So, einfach schön locker stopfen, nicht zu fest, dass der Tabak nicht allzu heiß wird. So, oben ein bisschen Platz lassen. Ihr kennt das ja alles, brauche ich ja nichts erzählen. Pfeife ist gestopft, ihr habt gesehen, wie schnell und einfach. Wunderbar. So, ich schwenke euch wieder um und dann räume ich hier noch ein bisschen auf. Und dann riechen wir mal an dem Tabak. So, da sind wir wieder zurück in meinem Gesicht. Wir werden jetzt an dem Tabak mal schnuppern. Mal gucken, was uns die Nase so verrät. Also was als erstes sofort in die Nase steigt, sorry, ist ein sehr cremiges, ich will fast sagen sinnliches oder sinnliche Süße. Das hat so was von bisschen so was Vanillekipferl, so in die Richtung. Und das gepaart mit so einer schön ausgewogenen, sehr dezenten, fruchtigen Note. Aber wie gesagt, lasst euch hier nicht abschrecken von Frucht- und Vanillekipferl. Das ist alles sehr, sehr dezent auf diesem Tabak. Im Vordergrund steht natürlich der Tabakduft. Den riecht man hier raus. Dazu komme ich aber gleich. Nur von der Aromatisierung. Ich spreche hier bewusst von einem Casing, weil ich sage, hier ist die Aromatisierung wirklich sehr, sehr schwach aufgetragen, aber im Duft trotzdem wahrnehmbar. Also lasst euch da nicht abschrecken. Hier handelt es sich nicht um einen Aromaten, jetzt geht meine Nase ein bisschen zu, das ist natürlich jetzt blöd. Verzeiht. Aber an was mich der Tabak so ein bisschen erinnert, das ist so ein Früchtekompott, so ein bisschen so in die Richtung so Erdbeer und Himbeer. Sowas in die Richtung, wenn ich das jetzt anhand der Früchte beschreiben müsste. Die Virginias kommen deutlich raus, hier mit einer eher grasig süßen Note. Und dann schwingt er einfach im Hintergrund mit, begleitend so eine zurückhaltende Würze, so eine ganz, ja, ganz minimale Rauchigkeit ist da enthalten. Ein wunderbarer Tabak. Also wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken, hier geht es um keinen Aromat in dänische Richtung. Ich würde sagen, das ist wirklich nur ein leichtes Casing hier drauf. Ein wunderbares Aroma. Ich möchte es fast beschreiben, wie zum Beispiel ja, im Vergleich mit dem Pipewalker, der ja auch Latakia enthält. Also hier eine Latakia-Mischung mit Aroma versetzt, sehr dezenten Aroma. Wie gesagt, bei dem Pipewalker ähnlich. Nicht von der Zusammensetzung, nicht täuschen lassen jetzt oder vom Geruch, sondern einfach nur diese Latakia-Mischungen, diese leicht Aromatisierungen, die da drauf sind. Ich habe das beim Pipewalker auch wahrgenommen und diese zugesetzte Süße. Ebenso, jeder kann mal beim Uwe, dem Herrenzimmer, den Link. Was ist denn los? Der du deinen eingeborenen Sohn in die Welt geschickt hast, auf dass er den brüllenden Löwen vernichte, eile herbei und hilf uns. Jetzt aber den Link unten in der Videobeschreibung vom Tabak Zander Nummer 32, auch eine Latakia-Mischung mit Pflaume aromatisiert. Ich mag diese Richtungen, diese Latakia-Mischungen, diese englischen Richtungen, die so ein leichtes Casing mit drauf haben. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Wunderbar, gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, jetzt werden wir den Kollegen auf jeden Fall mal rauchen. Dafür gehen wir nach draußen.
Das Video ist schon ein klein wenig älter. Deswegen, ich weiß nicht, ob es draußen nochmal schneit, regnet oder die Sonne scheint. Wundert euch also nicht, wenn es irgendwie etwas anders ist, als ihr es jetzt wahrnehmt, wenn das Video hochgeladen wird. Also, in diesem Sinne, bis gleich. Wir sehen uns draußen. So, meine Lieben, jetzt sind wir draußen. Und die Pfeife, ihr habt es ja mitbekommen, ist gestopft. Jetzt werden wir dem Tabak mal Feuer geben und mal schauen, was er uns im Geschmack verrät. Ich habe ihn ja schon einige Male geraucht und habe mir deswegen auch ein paar Notizen gemacht. Deswegen nicht böse sein, wenn ich da das ein oder andere auch ablese. Das ist für mich auch so eine kleine Kontrolle, ob ich mich da vertan habe die letzten Male. Also, wollen wir mal loslegen. Ihr seht schon, der Tabak nimmt super Feuer an. Aber das ist natürlich auch dem Feinschnitt geschuldet. Gute Rauchentwicklung. Und die ersten Züge zeigen gleich, es ist ein sehr cremiger Rauch. Vordergründig eine Süße. Ähnlich eine Vanillesüße. Dieses angesprochene Vanillekipferl kann man hier schon wahrnehmen, zumindest im Vergleich. Ich habe auch leicht ätherische Noten, nehme ich wahr. Aber auch sowas Zitrus. Blumiges, sowas Frisches einfach. Alles in einem. Man kann die Aromatisierung schmecken, aber sehr, sehr dezent. Wirklich sehr dezent. Also die untermalt den Tabak wirklich nur. Begleitet wird das Ganze durch eine schöne, leichte Würze. Die ich aber deutlich mehr spüre, wenn ich ihn den Tabakrauch aus der Nase ausatme. Im Mund schon auch ein bisschen, im Mundraum, aber mehr durch die Nase. Diese Rauchigkeit von Latakia, die macht sich bei mir eher so am Gaumen bemerkbar. Zum hinteren Mundraum so ein bisschen. Da belegt sich es, ist so schön mundfüllend, verbleibt da auch so ein bisschen beim Rauchen. Aber alles schön dezent, schön sacht, schön mild. Den Tabak sollte man dennoch nur nippen und etwas langsamer rauchen, denn er neigt dazu, heiß zu werden. Sehr heiß. Aber lässt sich sehr gut nippen, sehr gut langsam rauchen, gibt also keine Probleme. Nur als kleiner Hinweis für diejenigen wie mich, die dann doch öfter mal einen stärkeren Zug drauf haben. Sollte euch der Tabak mal zu heiß werden und etwas bissig werden, ein bisschen rauer, dann legt die Pfeife einfach zur Seite, lasst sie ausgehen. Wartet ein paar Minuten, 5-6 Minuten maximal, eher weniger. Und entzündet sie dann neu. Der Tabak fängt sich wieder. Zum Latakia kann ich noch sagen, dass es ein sehr milder Latakia sein muss. Eher so ein bisschen so was Seichteres, Cremigeres, Milderes. Also keinen, der jetzt extrem würzig, rauchig daherkommt, sondern den Tabak im Endeffekt einfach nur ein bisschen Kraft und Gesicht gibt.
Ja, jetzt werde ich den Tabak mal noch ein bisschen rauchen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder in der zweiten Hälfte und im Fazit. Also, bis gleich. So, sind wir wieder zurück. Ich habe mir, weil ich es natürlich wie immer vergessen habe, noch was zu trinken gemacht. Und zwar in meiner schönen Tasse hier habe ich mir einen Chai Latte gemacht. Aber nichts Besonderes, ich bin da eher einfach gestrickt. Ich habe hier solche Tütchen. Gibt es für ein paar Euro, ich glaube 3 Euro oder sowas. So, ich weiß nicht, wie viel da drin sind. Also in jedem Markt. Schmeckt ganz gut. Zuckerplörre, aber mir schmeckt's. Ja. Der Tabak hat immer noch einen schönen, weichen, cremigen, süßigen Rauch. Erinnert mich so ein bisschen vom Mundgefühl, so ein bisschen an einen Sahnejoghurt. Dominierend sind jetzt eher diese leicht floralen Noten, die ich angesprochen habe am Anfang. Und die Würze. Diese Würze kommt jetzt langsam deutlicher hervor. Ob die jetzt vom Latakia kommt oder vom Orient-Tabak, das weiß ich nicht so genau. Ich schätze, das ist einfach eine gute Mischung aus beidem. Diese vanilleähnlichen Nuancen umhüllen das Ganze so ein bisschen. Aber es bleibt doch ein unverkennbares englisch-würziges Geschmacksbild. Also wie gesagt, verglichen vom Typ her in die Richtung hin, Pipewalker, so ein bisschen Tabak Zander 32, wer die kennt. Die Rauchnoten nehmen zu, aber bleiben sehr zurückhaltend immer noch und sind nach meinem Empfinden eher so ein bisschen durch die Nase und wie gesagt am Gaumen, hinterer Rachen und sowas wahrnehmbar. Ja, mein Fazit zu dem Tabak. Ich finde, dass er am Anfang einem leichten Dänen ähnelt, aber nie wirklich das Aroma überwiegt, sondern den Tabak nur unterstützt. Ab der zweiten Hälfte bleibt es für mich ein English Blend typisch. Das Aroma oder das Casing verabschiedet sich so ein bisschen und es bleibt ein schöner English Blend, schön mild. Aber vom Geschmack trotzdem sehr angenehm und auch sehr präsent im Mundraum. Ja, das Aroma verbindet sich einfach perfekt mit den Grundtabaken zu Beginn. Das hatte ich ja schon angesprochen. Das ist ein sehr runder Tabak. Man kann die einzelnen Tabak rausschmecken, aber es ergibt trotzdem irgendwie ein komplettes Gesamtbild, was sich wunderbar rauchen lässt. Negativ ist, dass er halt sehr heiß wird. Er brennt auch relativ schnell runter. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Rauchvergnügen, wie gesagt, wenn man langsam raucht. Ab und zu habe ich so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch so ein bisschen Kentucky drin sein, da ich so eine leichte Rauchigkeit auch auf der Zunge habe. Das habe ich meistens bei Kentucky, ganz schlimm dann bei Dark Fried Kentucky, aber hier keiner enthalten laut Beschreibung. Aber vom Gefühl her könnte es vielleicht auch so in die Richtung gehen. Vermutlich ist es dann der Latakia, der zum Schluss so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Ja, Anfängertabak, ja, nein. Ich würde eher sagen, nein. Sollten schon geübte Raucher, ich will mich jetzt nicht als geübten Raucher hinstellen, aber es sollte jemand sein, der schon ab und zu mal eine Pfeife geraucht hat, da man den Kollegen hier wirklich langsam nur nippen sollte. Ja, das soll zu dem Tabak gewesen sein. Für mich kriegt er eine Note 2. Das heißt, der darf gerne bei mir mal irgendwann mal wieder einziehen. Aber die Dose ist ja noch, ihr habt es ja gesehen, ganz voll. Und somit wird das erstmal ausbleiben. Da werden noch andere den Vortritt bekommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das soll es gewesen sein. Passt auf euch
und auf die Menschen, die ihr lieb habt, ganz besonders auf. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was, ob ich mal wieder ein Ranking mache. Vielleicht mal wieder Peter Heinrich oder so. Oder HU. Oder DTM. Wer weiß es schon. Man wird sehen. Bis dahin, liebe Freunde, macht's gut, bleibt gesund. Bis bald, euer Sladi.